Moin ihr Duschis, neue Fakten, los geht's! Verliebt sein beschreibt eine intensive Zuneigung für jemand anderen. Bei Verliebten sind die gleichen Hirnregionen wie bei Suchtkranken aktiv. Glücks- und Belohnungshormone versetzen den Verliebten in eine Art Rauschzustand, in dem sich alles leicht und einfach anfühlt und man das Gefühl hat, nicht mehr klar denken zu können. Auch Konzentrationsschwierigkeiten, Einschlafstörungen oder Appetitlosigkeit können Symptome sein. Ausgeschüttete Stresshormone machen aktiver und impulsiver. Meistens hat man besonders viel Sex, wenn man verliebt ist. Warum sich zwei Menschen ineinander verlieben, kann die Forschung nicht genau erklären. Manchen Theorien nach ist die Liebe ein Trick der Evolution, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Ob sich Verliebtsein wirklich auf die Neurochemie in unserem Gehirn reduzieren lässt, ist umstritten. Verliebtsein ist ein Ausnahmezustand, der nach einer Weile abklingt. Das Gehirn würde die Hormonbefeuerung auf Dauer nicht aushalten. Ja, wenn man verliebt ist, hat man besonders viel Sex, aber man kann natürlich auch Sex haben, ohne verliebt zu sein. Zum Beispiel mit dem besten Freund. Schaut euch doch mal mein Video zu dem Thema an. Wenn ihr das Video hier geil fandet, dann lasst mir noch ein Like da und vielleicht auch ein Abo für den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.